Hallo und herzlich willkommen zum ersten MySQL-Tutorial. Heute schauen wir uns erstmal an, was eigentlich eine Datenbank ist und gehen so über den groben Aufbau drüber. Eine Datenbank ist, wie der Name schon sagt, eine Speichermöglichkeit für Daten. So, strukturmäßig gesehen wird das Ganze auf einem sogenannten Datenbank-Server gehostet. So. In unserem Falle ist das so, dass man sich Datenbanken ganz einfach vorstellen kann als Excel-Dokument. Beziehungsweise da wir ja auf Linux sind, gibt es kein Excel, sondern zum Beispiel Libre oder OpenOffice. So, ich zoome einfach mal heran. Also, wie funktioniert dieses Programm? Also, wir haben erstmal eine Datei. Eine Datei in LibreOffice besteht dann aus mehreren sogenannten Sheets. Das sind unten diese Tabellenblätter. Theoretisch gesehen kann man hier jetzt sagen, in dem ersten Sheet habe ich ABC, in der oberen linken Ecke, hier habe ich CD, CD, E und hier habe ich FGH oder so in der oberen linken Ecke. Dann haben wir diese drei voneinander getrennt. Das nennt man dann sozusagen eine Datentabelle. So, eine Datentabelle. Beziehungsweise mehrere Datentabellen bilden eine Datei, beziehungsweise eine Datenbank. Denn ein Datenbankserver kann mehrere Datenbanken verwalten. So, was zur Hölle ist denn mit der jetzt eine Datentabelle? Eine Datentabelle ist, wie man schon hier sehen kann, eine sogenannte Tabelle. So, jetzt ist es so, dass wir in LibreOffice schon standardmäßig Spalten- und Zeilennamen gesetzt bekommen. Denn in LibreOffice ist es so, dass die Spalten alphabetisch nummeriert, beziehungsweise alphabetisch sortiert sind und die Zeilen numerisch. Das heißt, sozusagen die erste Spalte heißt A, die zweite Spalte heißt B, die dritte Spalte heißt C und so weiter. Der erste Eintrag heißt 1, der zweite Eintrag heißt 2, der dritte Eintrag heißt 3. So, in Datenbanken ist das nicht so. Da müssen wir diesen Spalten selber Namen geben. Zum Beispiel, wir wollen jetzt einfach mal ein Buch speichern. Das heißt, wir wollen ein Buch speichern im Sinne von, wir wollen den Titel des Buches speichern, wir wollen den Autor speichern und wir wollen das Erscheinungsjahr sowie den Preis speichern, weil wir zum Beispiel einen kleinen Shop bauen. Was ja schlussendlich dann auch der Sinn der späteren Anwendung sein wird. Also, unser Buch hat einen Titel, unser Buch hat einen Autor, ich glaube, das schreibt man mit H. Unser Buch hat ein Erscheinungsjahr. Release hier. Und unser Buch hat, wie gesagt, einen Preis. So. In diesem Falle ist es so, dass im Gegensatz zu einem, nennen wir es mal, freien Excel-Dokument, wir jetzt hier theoretisch gesehen alles reinschreiben können. So. Das wollen wir in der Datenbank nicht haben, denn das Problem an alles reinschreiben zu können ist, dass es speichertechnisch gesehen ungünstig ist, denn wir müssen ja theoretisch gesehen auf jeden Wert vorbereitet sein. Deswegen gibt es für diese Spalten Eigenschaften. Eine Eigenschaft ist der Typ. Denn, wie man in Programmiersprachen, die sich typorientiert verhalten, weiß, jede Variable oder jede Speicheradresse hat einen Typ, damit man weiß, wie viel Speicher diese Speicheradresse braucht. Zum Beispiel ein Integer ist 4 bzw. 8 Byte, je nachdem, was für eine Architektur man hat, groß. So, in unserem Falle möchten wir in dem Title einen String speichern. Strings heißen in MySQL Varchar. Es gibt theoretisch gesehen auch noch andere Typen, aber in unserem Falle ist Varchar das, was wir suchen. Und diesem Varchar müssen wir jetzt eine Länge reingeben, also die Maximallänge dieser Spalte soll 255 Zeichen sein. Das heißt, falls wir ein Buch haben, was mehr als 255 Zeichen im Titel hat, dann können wir das in dieser Datenbank nicht speichern, beziehungsweise wenn wir es speichern, wird es abgeschnitten bei 255 Zeichen. Das gleiche gilt für den Autor. Auch hier müssen wir dann natürlich logischerweise angeben, wie lange das ist. In unserem Falle sagen wir einfach mal Varchar von 100. Das heißt, Autorennamen sind dann nicht so lange. So, Release hier hingegen ist logischerweise ein Integer, den wir hier definieren. Wir gucken uns später noch die Datentypen etwas genauer an. Das werden wir
noch in einem späteren Tutorial uns anschauen. Und Price logischerweise ist dann ein Double. Theoretisch gesehen gibt es da auch wieder mehrere Möglichkeiten, je nachdem, was für ein Datenbanktyp man hat. Es gibt nicht, natürlich nicht nur MySQL, sondern zum Beispiel auch MongoDB, NoSQL, SQLite und so weiter und so weiter und so fort. Dann die MSSQL, also die Microsoft-Datenbanken. Auf jeden Fall. Wir schauen uns MySQL an. Das ist so das, würde ich sagen, weit verbreitetste Format. Deswegen, so sieht eine mögliche Tabelle aus. Wie gesagt, es ist aktuell kein richtiges SQL. Aktuell wollen wir erstmal nur verstehen, wie so eine Datenbank aufgebaut ist. So. Richtig, wir haben jetzt unseren Titel, unseren Autor, unseren Jahr und so weiter. Wir können ja einfach mal irgendein Buch reinschreiben. Also zum Beispiel hier, tolles Buch ist der Titel des Buches. Der Autor bin ich. Und es ist 2017 erschienen. Und der Preis dazu ist 22 Cent. Wir können nicht so viel erwarten von unserem Buch. So. Jetzt könnte es ja sein, dass wir ein zweites Buch in unseren Shop reinholen. Das ist dann tolles Buch 2. Ich habe eine Fortsetzung geschrieben. Der Autor bin immer noch ich. Und das Release-Jahr ist dann 2018. Ein Jahr später. Das ist, kostet schon 1 Euro. Ich habe schon hier 1 Euro. Ja, es ist halt nicht so schön, aber ist so. So, okay, wir wollen natürlich jetzt auch Abfragen auf dieser Datenbank ausführen, die vielleicht noch ein bisschen sinnvoll sind. Deswegen füge ich noch ein anderes Buch hinzu bei jemand anderem. Wurde geschrieben 2001 und kostet 25 Euro oder 15 Euro. Auch das ist wieder eine Sache, die wir nicht so formatieren können. Dann machen wir es halt so. Okay, also. Jetzt können wir auf dieser Datenbank Abfragen ausführen. Zum Beispiel, gib mir alle Bücher, die von ich geschrieben wurden. Also von dem Autor ich. So, dann würde er diese beiden Zeilen ausgeben und diese weglassen. Logischerweise. Wenn wir jetzt aber wissen wollen, zum Beispiel, gib mir alle Bücher aus, die älter sind als 2 Jahre. Kann man auch machen. Dann würde er theoretisch gesehen nur dieses Buch ausgeben und logischerweise diese Bücher hier nicht. So. Jetzt können wir aber auch Sachen deleten, also löschen oder updaten. Also das heißt zum Beispiel ist es so, dass das Buch dann doch besser wurde, verkauft wurde als erwartet. Deswegen kostet es nicht 22 Cent, sondern 1,20 Euro. Oder 1,22 Euro. So, dann können wir das machen. Das Problem hier ist, wir müssen der Datenbank sagen, was für einen Datensatz er updaten soll. So, in unserem Fall ist es so, dass wir sagen können, ja, das Buch, tolles Buch, soll bitte geupdatet werden mit dem neuen Preis. Genau. Das Problem ist, wenn wir jetzt hier ein tolles Buch von dem Herrn jemand haben, der dann auch schon 2005 die Idee hatte, ein Buch rauszubringen und damit leider erfolgreicher war. So. Wie würde man jetzt herausfinden, beziehungsweise wie würde man dieser Datenbank jetzt sagen, ja bitte, ich möchte nur dieses eine Buch hier updaten oder deleten, also das heißt löschen. Da könnte man ja natürlich sagen, so das Buch von tolles Buch und dem Autor ich und dem Erscheinungsjahr und so weiter und so weiter und so fort. Viel zu aufwendig. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sich die Macher von LibreOffice auch was dabei gedacht haben, als sie ihre Spalten bzw. Zeilen durchnummeriert haben. Das macht man normalerweise in der Programmierung auch bzw. in der Datenbankentwicklung. Das nennt man dann meistens die ID. Den sogenannten Identifier. Da gibt es mehrere Möglichkeiten zu. Am einfachsten ist es einen sogenannten Auto-Increment. Das heißt nichts anderes als einen laufenden Index, wie wir hier vorne bei den Spaltennummern auch haben, mitzuführen. Das macht theoretisch gesehen, wenn man die Datenbank richtig dazu anweist, die Datenbank von alleine. Da sagt man einfach nur Titel, Autor, Autor-Release hier und Preis und der fügt diesen Datensatz halt ein und berechnet dann sozusagen diese 5, die dann hier in der nächsten Zeile steht, logischerweise selber. So, soweit so gut. Jetzt können wir theoretisch gesehen jeden beliebigen Datensatz, auch wenn es im Prinzip der komplett gleiche Datensatz ist, eindeutig auswählen. Also theoretisch gesehen, wenn wir sagen so, tolles Buch mit der ID 5 ist doch ein Fehleintrag, dann können wir jetzt sagen, hier, remove mal das. Wenn wir jetzt aber sagen wollen, ja, jedes tolle Buch mit jemandem und so weiter, dann würde er beide. Also wenn wir sozusagen nur diese Sachen hier haben, also wenn wir sagen,
Entferne den Eintrag, wo der Titel, tolles Buch ist, der Autor jemand, das Release hier 5, 2005 und der Preis 5, dann würde er beide entfernen, aber wir wollen ja nur eins dieser beiden entfernen, weil wir es ja zweimal in der Datenbank haben, aus Versehen. Genau. So kann man ganz einfach alle Datensätze eindeutig herausfinden. Genau, das war sozusagen das, was wir jetzt für unsere Zwecke brauchen. Wir haben eine Datenbank. In dieser Datenbank sind Datentabellen drin. Theoretisch gesehen könnte man jetzt hier diese Tabelle Buch nennen oder Bücher und dann im zweiten Sheet, was weiß ich, Filme oder so machen, falls man die auch verkauft. Und dann könnte man theoretisch gesehen hier jetzt mit den gleichen Spaltennamen oder mit unterschiedlichen Spaltennamen, das geht natürlich auch, dass man dann hier sagt, wir haben hier nicht die ID. Wir haben halt nicht den Autor, sondern den Schauspieler. Actor. Und wir haben hier nicht das Release hier oder den Preis, sondern wir haben hier noch eine zweite Spalte. Das ist dann die Runtime. Also die Laufzeit, das ist dann auch ein Double zum Beispiel. Und das läuft eine Stunde der Film, der läuft eine Stunde 5, der läuft 0,5 Stunden, der 0,9 und der eine Stunde 70, 1,7 zum Beispiel. Sowas könnte man theoretisch gesehen damit dann machen. Natürlich muss die ID-Spalte auch eine Zahl, einen Typ haben. Die ist implizit dann immer ein Integer. So, theoretisch gesehen könnte man jetzt noch ein bisschen mehr in die Theorie reingehen, dass dieser Integer dann ein Primärschlüssel ist, dass der Integer auch ein Unique-Schlüssel ist, dass der Integer ein Index-Schlüssel ist, dass theoretisch gesehen auch Titel und Autor zusammen ein Indexschlüssel sind, beziehungsweise zusammen unique sein sollen und so weiter und so weiter und so fort. Brauchen wir alles nicht. Wir brauchen einfach nur eine Datenbank. Fertig. Aus. Ende der Diskussion. Tschüss. Einmal zu. Jetzt können wir auf dieser Datenbank Abfragen ausführen.